herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Schauen wir mal, wer alles eingeschalten hat zum Pilates meets FaszienSTRETCH. Heute die zweite Runde schon. Der war ja vielleicht Montag schon bei mir. Ich bin die Sina, wenn mich noch nicht kennt. Und die nächste Stunde kombinieren wir richtig schön Pilates-klassische Übungen, also ein bisschen Stabilität, Beweglichkeit und damit ein bisschen faszialen Bewegungen, ein bisschen mehr verdrehen, verwringen, so ein bisschen dreidimensionale Übungen. Ihr dürft mir gerne schreiben, wer dabei ist, ob ihr mich gut versteht, gut hört, ob ich das Mikro lauter machen muss oder ob ihr alles klar mich verständlich habt. Ihr braucht nur eine Matte, vielleicht was zu trinken, wäre auch ganz schön. Und eigentlich braucht ihr auch relativ wenig Platz, wenn wir bleiben auf der Matte. Wenn es von eurem Wohnzimmer aus geht, würde ich euch empfehlen, die Matte quer zu nehmen wie ich. Ich sage ganz oft, das hintere Bein oder das vordere Bein, dann haben wir alles gleich. Wenn es natürlich nicht geht vom Wohnzimmer, wenn du wandern willst, einfach die Matte länglich, aber du kennst mich ja, dann macht ihr einfach so, wie es geht. Ja, ihr schreibt mir, wenn ihr schreibt, mache ich die Musik an, ich komme gleich wieder zurück. Ich laufe nicht weg, ich muss nur einmal kurz auf Play drücken. Und die Musik soll eben so im Hintergrund einmal entweder plätschern, also wenn sie zu laut ist oder so, sagt ihr mir einfach Bescheid. Dann können wir da nochmal so ein bisschen einmal anpassen. Und schon bin ich wieder da. Und ihr seid auch da. Die Bahn ist immer noch da, Mensch. Dann muss ich da durch, musst du da antworten. So, schön, dass ihr da seid. Christina am Start, Antje, sehr schön. Wieder live dabei. Vielen Dank nochmal für ein schönes Geschenk. Und Magdalena Lauermensch, also ich bin nicht alleine, wir sind alle zusammen, starten wir durch. Genau, also wenn was zu laut oder leise ist, dann schreibt mich einmal an, wir ändern das sofort. Ihr dürft einmal Einfluss zwischen Füßen Platz haben. Nicole ist auch noch dabei, das ist toll. So, Einfluss zwischen die Füße ziehen, leicht nach außen, darf gerne die Augen schließen. Und während dem Aufschließen schreiben, das auch super. Jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Lass die Arme locker hängen, die Schultern ganz entspannt. Und gerne die Augen geschlossen lassen. Und wenn du bei dir ankommst, schickst du alles zur Seite, was dich vielleicht gerade noch beschäftigt hat. Schenkst dir kurz so die Zeit, bei dir anzukommen. Alles andere gerne zur Seite schieben, was dich vielleicht gerade noch beschäftigt hat. Und dann spür mal die Beine fühlst so fest auf deiner Matte sind. Spür mal deine Fußballen, deine Ferse, deine Innen- und Außenkanten vom Fuß. Und deine Zehen darfst du richtig entspannen und loslassen. Und so wie deine Zehen jetzt entspannen und loslassen, darfst du auch deine Arme, deine Schultern entspannen und loslassen. Spürst du deinen Atem ganz ruhig und entspannt in deinen Bauchraum runtergeht. Deine ganz natürliche Atmung ein- und ausschwingt. Vielleicht spürst du, wie der Atem ruhiger und tiefer kommt. Und dann spür nochmal, wie dein Scheitel dich weit zu dir zieht, sodass du den größten Abstand hast zwischen deinem Kopf und beiden Füßen. Und so öffnest du sanft die Augen und dann starrt deine große Schulterkreise. Einatmen nach vorne, ausatmen nach hinten. Einatmen nach vorne, ausatmen tief. Sehr schön, mach große Weite. Also spür mal deine Schulterblätter richtig groß in Bewegung haben. Und dann werde noch größer. Nimm die Ellenbogen dazu. Streck dich aus, so weit es geht. Erstmal ankommen. Ja, werde noch größer. Und lass die Arme groß werden. Richtig weit. Schön an deinen Ohren entlang. Und zieh dich zurück. Mach noch zwei, drei große Bewegungen so groß wie möglich. Und dann zum Abschluss, wenn du das nächste Mal oben bist, dann bleib mal hier. Und jetzt ausatmen, schwing aus, schuh, gib einen großen Armkreis und jetzt heb deine Fersen in die Balance. Ausatmen, aufschwingen, einen Armkreis und dann heb deine Fersen in deine Balance. Und loslassen, Blick zum Bauchnabel und dann finde deine Balance. Ja, nochmal, schuh, großer Armkreis und schwupp. Und jetzt merkst du, umso schneller die Fersen hochnimmt, umso wackeliger darf es werden. Ja? Machen wir noch zweimal. Das Schöne ist, wir sind ja daheim. Es darf auch die Frisur dahin sein. Ja? Letzte Runde, treffen wir uns oben. Entspann die Schultern. Spür mal, dass deine große Zehenballe fester im Boden. Drückst sie ganz fest und tief in die Matte. Ausatmen, senkst die Fersen, machst einen Schritt nach rechts. Kreuz dein linkes Bein hinten und tauch.
Spann dich an. Genau, das wird gefasst. Wir werden uns verbringen, vermehren die Gelenke, aber jeder Seite noch einmal. Du darfst immerhin mit deinem Tempo, gell? Man muss nicht synchron sein, gell? Das fällt keinem auf, gell? Wenn wir nicht synchron sind. So, letzte Runde, rechten Arm. Und jetzt von hier schließt du die Füße nebeneinander und roll down. Lässt den Kopf locker, die Schultern, rollst dich tief nach unten. Jetzt einatmen, beide Knie beugen und ausatmen, beide Beine stretch. Einatmen, locker lassen, die Nasenspitze zu den Knien. Ausatmen, stretch. Nimm noch zwei Beine, locker lassen. Und spür mal, wie geht's mal bei deiner Rückseite, ne? Mit den Beinen, wie frei fühlen sie sich heute an. Und jetzt zum Abschluss, Knie beugen, Bauch einziehen und roll. Jetzt, wenn du oben ankommst, wieder Balance finden, das kennen wir schon, und jetzt ausschwingen und ein kleiner Hops ausatmen. Einmal den Armkreis und dann finden wir die Balance. Nochmal, whip. Einmal Armkreis und die Balance. In deinem Tempo, schnapp, whip. Das heißt, wenn du zum Bauchnabel schaust, whip. Gib einen kleinen Hops. Nochmal. Genau. Leise. Wieder landen. Und nochmal zweimal. Letzte Runde. Und jetzt treffen wir uns. Habt ihr in der Balance? Ja. Ich habe noch nichts getrunken vorher. Ne? Wer weiß. Ne? Vielleicht liegt es daran. Ne? So, jeden Fersen wieder absetzen. Schritt nach rechts. So, jetzt immer tiefer, ganz nach unten. Ganz tief. Jetzt geht der linke Arm nach oben und schubst immer nach. Leg dich nach links. Leg nach links. Dreh dich nach rechts und los. Nochmal, Schritt höher. Jetzt geh nach gleich. Ganz nach unten. Beine rein. Tauch den Kopf neben die Arme. Rechter Arm steigt auf. Dreh dich nach rechts und aktiv nach links. Dreh dich auf. Mach mal nochmal. Schritt rüber. Tief eintauchen. Linker Arm öffnet. Jetzt drehen wir uns nach links. Und jetzt zweimal nach rechts. Schritt. Schritt. Und kommst zurück. Streck dich auf. Spür, wie beweglich ist heute die Rückseite. Rechter Arm steigt auf. Dreh dich nach rechts. Zweimal nach links. Whip. Whip. Und das Schritt ist, jetzt hier merkst du, denk ganz Rückseite musst du loslassen. Jetzt rotieren wir schön die Brustwirbelsäule und durch das Federn darf schön das Gewebe aufspringen, wenn das verkehrt ist. Tauchst dich an. Rechter Arm. Gib dir schön, dass du da bist, liebe Kollegin Kleinen. So, letzte Runde. Ich freue mich über alle, die da sind. Schieb dich hoch. Auch die, die vielleicht das erste Mal bei mir sind. Zwei Mal lieber. So, letzte Runde. Auf geht's. Schreck dich aus. Tauch dich ein. Rechter Arm. Vielleicht ist der Körper schon ein bisschen mehr los. Feder zweimal. Und dann treffen wir uns einmal wieder in der Mitte. Kopf locker lassen. Roll down. Tauch dich nach unten. Und jetzt nochmal einatmen. Beide Knie beugen. Ausatmen. Beide Beine strecken. Wenn die Beinrückseite so wichtig, dass sie frei wird oder frei bleibt, sodass sich die Schienen der Rücken entspannen kann. Zweimal. Letzte große Runde. Und dann zum Abschluss rollst du die Knie mit beiden Rücken, gibst nur dein rechtes Knie auf die Matte und dein linkes Bein nach außen. Ja, ich mache einen Stiefelknöchel. Der rechtes Bein ist da, linkes Bein ist außen und setzt die rechte Hand auf die gleiche Höhe vom Knie. Schieb mal das Becken zu mir nach vorne, spann dich auf. Löse das Oberbein, genau, schieb dich in die Länge und starte kleine Kreise. Jetzt brauche ich ein bisschen mehr Rumpfkraft, gell? Bauchnabel, richtig schön nach innen oben ziehen. Und dann nächstes Mal einmal die Kreisrichtung. Jawohl, jetzt gerne durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Zwei, drei, große Kreise, lock. Zum Abschluss, hältst du an. Setz den Fuß auf und jetzt dreh mal dein linkes Bein auf. Das heißt, meine Zehenspitzen und dein Knie schaut jetzt zurück. Streck den Fuß wieder, ausatmen, schieß das Bein hoch, ein wieder sammeln, ausatmen.
sit an und Spine-Twist ausatmen. Ein, wieder zurück. Und jetzt geh so tief in den Rücken, schieb die Probacke zu mir nach vorne. Mach dich rund, tauch dich ein. Wieder aufspannen. Einmal lösen, jetzt brauche ich die Rumpfkraft. Und jetzt gehe ich wieder in die Beweglichkeit, drehe mich ein. In der Ecke kombinieren wir die Kraft und so dieses dreidimensionale Verdrehen und Verdrehen. Und Pilates früher hat schon auch viel gefedert, viel geübt. Der wusste vielleicht noch nicht, dass es der Faszien gut tut, der wusste aber, dass es gut tut. Das heißt, da ist schon eher diese Federn mit drin. So, letzte Runde noch. Und wieder Twist. Ein, wieder zurückkommen. Und jetzt einmal nochmal rund werden. Tauch dich ein. Und jetzt streck den Arm nochmal zur Decke. Spanne dich auf. Gut. Von hier setzen wir uns einfach nach unten in die Mermaid. Jetzt ist automatisch dein rechtes Bein vorne, linker Fuß hinten. Wir aktivieren die Hüfte. Du kannst gerne die Hände aufstellen. Einmal den Fuß nach vorne und nach hinten. Wenn du die Hände aufstellst, ist es am leichtesten. Wenn du sagst, es ist zu weh, zu leicht, öffnest du die Hände nach vorne. Genau, jetzt umso weniger der Rücken hochkommt, umso schöner jetzt. Genau, spür mal in deine linke Hüfte. Es kann jetzt sein, dass du sagst, oh, bei mir ist das ganz locker, das sieht, gell? Super. Es kann auch sein, dass du jetzt merkst, es meckert, gell? Dafür sind wir da, gell? Das ist wieder frei. Gerade die Hüfte, gell? Wenn wir viel sitzen, aber auch sehr viel Sport machen, ist oft die Muskulatur-Hüfte fest, gell? Letzte Runde. Jetzt treffen wir uns mit dem Fuß wieder hinten und jetzt heben wir den Körper an. Einfach nur hoch. Genau, gehst runter, drehst dich auf die zweite Seite. Genau, drehst dich wieder zurück und hebst dich wieder an. Wenn du sagst, wenn du bespitzt, bringst du die Hände auf den Boden. Genau, dann merkst du es leichter und schiebst dich wieder hoch. Einmal tief, wechsel, wieder zurück und hoch. Spür mal, deine Füße bleiben schön aufgestellt. Eins zu weit. Nur vorne hoch. Ja, und hinten darfst du bleiben. Genau, wenn es zu leicht ist, gehen wir wieder vor. So, wir werden noch ein bisschen größer. Wenn du jetzt vorne bist, hebst du dich hoch, nimmst deinen linken Fuß in den Ausfallschritt. Nimmst deinen rechten Arm nach unten und streckst dich zu mir. Genau, ich mache noch spiegelverkehrt. Kommst zurück, setzt deinen linken Fuß wieder auf, setz dich ab, drehst dich wieder zurück. Wieder zu mir nach vorne. Legst dich an, linkes Bein vor. Und der rechte Arm zieht in die Länge. Kommst zurück. Ob du dich jetzt hier abstützen möchtest, wieder mit den Händen. Oder mit den Händen, die da oben bist. Ja? Du entscheidest, dass du dich maximal reingehen kannst. Ja? Genau, dann merkst du ganz sicherlich, ist die Hüfte frei. Oder gibt es hier eine Stelle? So, machen wir noch zweimal. Man muss sich immer sagen, es gibt nichts Schöneres. Ne? Oh, je, tief einfach. Letzte große Runde. So, wenn du das nächste Mal vom Ausfallschritt kommst, treffen wir uns nur einfach wieder im Sitzen. Gut. Greifst deine hinteren Fuß, streckst kurz das Bein zur Decke. Kreuz einmal, jetzt haben wir links über rechts. Und jetzt denk dir mal, deine linke Beckenseite, die möchte eher nach unten fallen. Dreh dich über die linke Schulter. Nimm den Blick ganz nach hinten. So, wir kommen gleich in die Kraft, gell? Keine Angst, das wird nochmal die Kraft voller. Und wir wollen erstmal richtig schön die Hüfte mobilisieren. Jetzt wollen wir richtig schön die Wirbelsäule verbringen, verdrehen. Und jetzt von hier drehst du nur noch nicht wieder zu mir. Jetzt nehmen wir nur den Fuß, heben wir ein Stück an. Und drückst jetzt mal deinen linken Oberschenkel nach unten. Und jetzt weiß ich die Gesichter, gell? Das ist wunderschön, ich weiß. Ne? Es kann sein, dass es bei dir ganz leicht ist. Dann ist es okay. Gell? Also nicht wundern, wenn du jetzt denkst, was meinst du denn hier? Gell? Aber es kann ja sein, dass du ein bisschen spannend worden bist, gell? Der linken Seite. Spürst du, wenn der linke Oberschenkel so tief kommen darf wie möglich, gell? Oh. Genau, tiefe Ausatmung in deine Position. Ja. Es kann auch sein, dass das kein Knie im Boden berührt. Also ihr müsst euch nicht wegen mir zurückhalten, gell?
Foundations, Knie nach vorne. Und jetzt mach dich rund, kontrakt Nasenspitze, Knie, kommst wieder zurück und setzt das Bein wieder zurück. Noch mal nach vorne. Lass den Fußrücken, Zehen, richtig schön im Boden. Und wieder Blick nach vorne. Nochmal einen Schritt vor. Rund ausatmen. Einbinden. Letztes Mal. Komm nach vorne. Mach dich rund. Zurück. Und von hier setzt die Füße nach hinten, lass du ins Dreieck kommen. Lässt den Kopf jetzt zwischen deinen Armen. Streckst die ganz zurück. Jetzt spür, als sind deine Handballen ganz fest gewohnt, ganz aktiv und kraftvoll. Jetzt brauche ich dein hinteres Bein, also das Bein, was nicht meine ist, genau, das streckst du nach oben. Machst dich richtig groß. Jetzt ausatmen, Innenschritt, Schulter was anweg. Und jetzt machen wir das gleiche hier. Contract, Nasenspitze, Knie kommt zusammen. Und jetzt bleib hier, Blick nur nach vorne. Ausatmen, Contract. Einatmen, release, mach dich wieder nach einem Mal, ausatmen, rutsch. Und jetzt schieb dich in die Länge und jetzt schieb dich wieder hoch. Jetzt das gleiche Bein, komm jetzt zu mir nach vorne, du gehst unter deiner Hand durch und setz den Fuß, wenn es geht, neben die Hand. Du hast deine hintere Ferse in den Boden und streckst dich zur Decke. Mach dich hoch, jetzt zeig den Fuß zu mir, ne? Wir müssen jetzt alle zu mir schauen. Setz die Hand ab, jetzt das gleiche Bein, schiebst du wieder nach oben, immer das hintere Bein. Jetzt wieder in den Schlitz und ausatmen, Nasenspitze, Knie, einatmen, strecken. Dreimal machen wir es, ausatmen, rutsch, einatmen. Ja, jetzt brauche ich das Powerhouse, jetzt brauche ich die Kraft, ja, die Pilateskraft und jetzt schiebe ich mich wieder hoch. Jetzt wieder Zunge nach vorne, unten durch. Die Hand so nah zum Fuß und schieb dich wieder zurück. Sind alle da? Wir warten so lange, bis alle da sind. Komm zurück, schiebst dich wieder hoch, spannst dich wieder. Nochmal. Letzte Runde. Stütz, Contract, Rutsch. Und jetzt bleib hier. Schau mal, deine Schulter steht bei allen vorne. Und wieder Rutsch. Und bleibe vorne. Letzte Fahrt. Jetzt wieder hochschieben. Und jetzt zu mir wieder nach oben steigen. Und dann treffen wir uns hier. Spann dich auf. Oh, herrlich. Jetzt bleib erstmal, ne? Weil es so schön ist. Tiefe, vier Atemzüge. Nicht runtergehen. Bleib oben. Spann dich hoch. Wir schaffen das zusammen. Jetzt von hier, du bleibst so. Setz dir nur deine Rippe ab. Jetzt müsstest du eigentlich zu mir schauen. Verrückt, ne? So, wir öffnen. Wir gehen uns nach rechts, in die Säge, schnell wieder mal tief, hebst dich an, drehst dich weg von dir und gehst auf die zweite Seite zurück. Ganz klassisch, ja? Einatmen, ausatmen, schau dich ein, einöffnen, ausatmen, auf die zweite Seite. So schön ist, wenn du richtig schön an dir aussehen kannst, mit der kleinen Zehe, ausatmen, tau dich ein. So, noch zwei Stück. So, das nächste Mal, wenn du dann wieder zum rechten Bein ziehst, dann bleibst du dort. Und jetzt bleib hier und wir drehen uns nach vorne. Nach vorne. Jetzt darfst du in der Spannung Wippen und Federn, als würdest du jetzt deine kleine Zehe absägen. Das haben wir natürlich nicht, gell? Aber vorne mit Fühlen. Nach vorne. Wie so ein Fühlen. Genau, vielleicht hilft es ja, ne? So, drei, vier Impulse noch. Und jetzt ausatmen, in eine tiefste Position. Und jetzt zieh mal beide Hände so weit auseinander, wie es geht. Atme tief in die linke Rückenseite. Tiefe Einatmen. Ausatmen, komm zurück. Jetzt dein rechtes Bein, schließt zu hinten.
spannst dich auf. Links wird so ein bisschen vor deiner Matte. Spürst du die Rippen sich öffnen, die Brust, genau. Atmest tief jetzt in die Vorderseite. Und wenn du sagst, Sina, ich will mehr, ich will mehr, fängst du an zu rücken. Muss aber nicht, gell? Wenn du sagst, das geht gar nicht, bleibst du ruhig. Lässt die Ellenbogen ganz gestreckt, gell? Lass die Arme lang. Vier Atemzüge. Jetzt zum Abschluss. Hältst du an, spannst dich nochmal auf. Ausatmen. Jetzt lässt du die rechte Hand an der Ferse, an der Fußfessel. Linke Seite entspannt. Ich habe jetzt die gleiche Seite wie ihr. Ne? Rechts anziehen, linkes Bein ist entspannt. So, jetzt bleiben wir genauso. Du greifst nur mit der linken Hand zu deiner rechten Fußfessel. Und den rechten Arm legst du dir einfach ganz frei ab. Genau, also linke Hand. Jetzt hebst du das rechte Bein in die Luft, drückst aber die rechte Seite immer noch fest in den Boden. Und jetzt dreh mal den Kopf nach links und dann müsstest du irgendwo deinen Fuß und deine Hand einmal erkennen können. Und jetzt hast du das Gefühl, wie vorne bei dem Boden, dass du deine Hand und Fuß richtig zusammendrückst. Das heißt, der Fuß schiebt die Hand richtig weg. Löst deine rechte Leistung so weit es geht. Und jetzt noch Atmung, dann raus. Tiefe Atemzüge. So, noch zwei tiefe Einatmen. So, mit deinem Ausatmen kommst du langsam zurück. Löst kurz, spürst mal kurz nach. Vielleicht geht es schnell hin und sagt, oh, was ist denn da passiert? Gehen wir jetzt nachspürst, vielleicht auch ein bisschen mitmachen. Alles gut. So, wir bleiben kurz hier, löst die Finger an die Schläfen. Und jetzt einatmen, lose Oberkörper, beide Oberschenkel. Bleibst hier, ziehst die Ellenbogen hoch. Und jetzt fangen wir an zu paddeln. Gib Gas, schöne große Paddelschläfe. Leiden nicht anstehen. Und jetzt spür mal, wie dein Bauchnabel nach innen oben zieht. Als hättest du so eine Herdplatte unter dem Bauchnabel und ziehst richtig den Bauch hoch. Weil das ist eine schöne Stabilität für den unteren Rücken. Noch vier Ausatmung in deinen Paddelschlägen. Genau. Geht richtig ganz. Richtig aktiv. Schenk dir einen Einatmen. Dann bringst du die Hände zurück. Schiebst dich kurz in die Gegenrichtung und schiebst dein Deckel zur Ferse. Darfst du die Arme ganz lang machen, mal das Gefühl haben, die rechte Beckenseite ein bisschen mehr nach rechts, die linke Beckenseite ein bisschen nach links, dass du ein bisschen schaukelst im Becken. Alles erlaubt, ne? Ich kann da jedes anders aussuchen. Rechts und links. So, wir pendeln uns ein, treffen uns im Dreieck, schiebt sich der Gegenrichtung. Und jetzt holt ihr mal in die Mattenmitte, dreh dich einfach zu mir nach vorne, lass den Kopf gerne hängen und dann ausatmen, roll dich an. Einschreck dich. Sind alle noch da? Und dann ausatmen, roll dich an. Komm nach oben. So, ihr wisst, was kommt. Beugenknie, linkes Knie auf die Matte, rechter Fuß. Wir brauchen die zweite Seite. Linke Hand aufstellen. Schenk wieder eine Linie und dann schieb dein Becken wieder zu dir nach vorne. Gut, wir lösen das obere Bein. Kleine Kreise. Das Schöne ist immer der zweite Grund, wenn man weiß, was kommt, ne? Dass die Vorfreude so riesig. Genau. So, wir wechseln die Richtung. Genau, schöne Stabilität. Lass dein Oberkörper ganz ruhig, ganz stabil. So, wir halten einmal an. Setz den Fuß auf und jetzt drehst du den Oberschenkel auf. Kniezehenstütze schauen auf. Und jetzt ausatmen. Hopp. Und wieder senken. Nochmal. Und wieder senken. Schenke so ein bisschen den Schwung nach oben. Ganz schöner Katapult nach oben. Viermal. Komm. Schick. Genau, gerne laut ausatmen. Ja, das hört der Nachbar sowieso nicht. Letzte große Runde. Dann
und bringst die Finger an die Schenkel. Schieb den Rücken vor und jetzt lösen und kommst hoch. Super, dreh dich. Spine twist. Kommst zurück. Jetzt gehst du so tief in die Seite rein, wie es geht. Jetzt lässt die Hand absetzen und jetzt mach dich rund. Atme aus. Fingerschläfe. Dann die zweite Hand dazu. Richte dich auf. Und Spine twist. Ausatmen. Ein wieder zurück. So tief es geht. Setz die Hand zurück. Rund werden. Spür mal in die rechte Flanke. Ja, vielleicht gibt es da so eine schöne Öffnung. Schöne Beweglichkeit. Und wieder twist. So, mach mal. Zwei große Runden. Eintauchen. Rund werden. Und so richtig schön das Gefühl zu haben, du verbringst dich, du verdrehst dich. Das dürfen also andere Bewegungen sein, die wir so im Alltag nicht machen. Gell? So wollen wir die Spülmaschine aus. Gell? Ganz klassische Alltagsbewegung. Gut, letzte Runde mache ich. So, zum Abschluss gehen wir noch einmal tief. Hand auf Hand. Und dann bringst du die Finger wieder in die Schläfe. Und von hier setzen wir uns einmal. Jetzt haben wir linkes Bein vorne, rechtes Bein hinten und mal kurz reinspielen. Meistens merkt man schon, wenn man hier sitzt, gell, wie frei jetzt die rechte Seite ist. Wir bringen den Fuß nach vorne und nach hinten. Du weißt Bescheid, gell? Hinten die Hände ist am leichtesten. Vorne sind sie intensiver. Wie frei ist die zweite Seite? Und meistens rechts und links ganz unterschiedlich, gell? Meistens haben wir so eine Lieblingsseite. Vielleicht bist du jetzt gerade dabei. Genau, aber wenn es nicht die Lieblingsseite ist, gell, bleib dran. Bleib dran. Brauchen wir es ja ein bisschen mehr. Letzte große Runde, mach mein Bein nicht, oder? Und dann lässt du dein Bein hinten schütteln. Und jetzt heben wir uns an. Erstmal nur das Becken. Wieder tief. Wir drehen uns kurz auf die Seite. Drehen wieder zurück. Und wenn du vorne bist, wieder Becken hoch. Senken, einmal wechseln. Jetzt kennst du ja die Bewegung schon. Ne? Da geht es meistens schon ein bisschen leichter. Und wenn du sagst, oh, Sina, das ist genau die Seite, die so immer fester ist bei mir, setz dir die Hände ab. Ne? Auch das ist okay. Soll dir gut tun. Ne? So, wenn du sagst, es läuft, dann gehen wir ein Stück weiter. Ne? Wenn du dich rückgibst, rechtes Bein vor, ich bin wieder spielverkehrt, linke Arm hoch und ziehst dich in die Seite. Schiebst dich zurück, nimmst den Fuß nach hinten, du kannst dich jederzeit abschützen, gell? Abschützen. So, nach vorne, schieb dich in die Seite. Wenn du sagst, es läuft super, nimmst du die Hände wieder vorne. Wenn dein Atmung aufsteht, beim Strecken zurückkommen und wieder tief. So, dein Tempo und spür mal für dich rein. Genau, nicht ärgern, wenn es mal wirklich fest ist. Ja, dafür sind wir ja da. Dafür wollen wir ja wieder. Wir sind nur wieder werden. Gelenke, die wir durchgehen. So, jetzt zurück noch. So, wenn du von der Seite das nächste Mal kommst, dann treffen wir uns hinten. So, aber greifen kurz den Fuß, strecken kurz nach oben, kreuzen. Rechts oder links. Und jetzt denkst du dir, deine rechte Po-Backe tiefer und drehst dich nach rechts. Genau, kannst dich ein bisschen ranziehen, blick in die rechte Schulter und jetzt die rechte Seite nach unten fallen lassen. Abends tief in die zweite Seite. Genau, kurz Zeit durchzuschnaufen. So, nochmal einatmen, jetzt kommst du zurück, nimmst den Fuß hoch und jetzt setzt du die rechte Seite tiefer. Denn auf Fuß ist locker in der Luft, ganz entspannt. Und das ist für die rechte Oberschenkel, fällt richtig schön zum Boden. Oh, kurz genießen, gell? Kurz mal spüren, was gibt es in der rechten Seite zu entdecken. Genau. Da merkt man erstmal, was da so los ist, gell? Im Beckenraum. Das ist ein ganz wichtiger Part. Das war gerade in der hinteren Beckengegend,
das freie Bein. Das ist die Beweglichkeit, dass wir eben kein Hexenschuss kriegen, wenn wir eine schräge Bewegung machen. Das ist Bewegung mit viel Freies. Zwei, drei tiefe Atemzüge machen. Schön in deine tiefste Position. Jetzt löst du wieder, komm mal schnell weg, einmal nach hinten und dann drehen wir uns in den Vierfüßlerstand. Jetzt schauen wir automatisch auf die zweite Seite. Gell? Machen wir uns wieder rund, ausatmen und einatmen, Längschatten, ausatmen, Kontrakt, öffnen die Schulterblätter zur Decke. Und jetzt den linken Fuß schaffen, ihr kennt schon, linkes Knie nach vorne, macht die Schulter runter, Blick wieder nach vorne und wechselt. Alle der Beine vorlegen, rund werden und wieder zurück. Machen wir jede Seite noch einmal. Ja? Das ist jetzt nicht so anstrengend, aber eine schöne Beweglichkeit. Das Schwunggelenk, sehr schön den Schwamm aufzustehen, Schwamm aufzuspannen und auszupacken. Von hier in dein Dreieck, schieb dich zurück und wieder deine Ohren neben die Arme. So, wir gehen zu unserem wunderschönen Flow. Ich brauche wieder dein hinteres Bein, das weg von mir schaut. Dann sind wir automatisch auf der zweiten Seite. Ne? Komm in den Stütz. Schulter, was machen wir? Jetzt Nasenspitze, Knie. Atme aus. Einatmen, Blick nach vorne. Bleib im Licht vorne. Ausatmen. Und ich weiß, man will nach hinten gehen, aber ich bleib vorne. Bleib in der Power. Nochmal rund. Jetzt lang, jetzt schiebst du mich wieder ins Dreieck. Spür mal deine untere Ferse, zieh zum Boden. Und jetzt bringst du das Bein unter deine Hand durch zu mir nach vorne. Wieder zu mir, wieder zu mir und streck dich. Du schaust und dein Fuß schaut zu mir, gell? Dann setzt du die Hand wieder ab und schiebst dich das gleiche Bein wieder zurück. In den Stutz, das wird schon schwer, gell? Und wieder nach vorne. Leg an. Ausatmen. Einatmen, Längschatten. Und lass uns Zeit, wenn ich schwer bin. Rund. Lang, schieb mich hoch. Jetzt wieder unten durch, zu mir nach vorne. Neben deiner Hand. Und jetzt streck dich wieder. Gehst du die Fingerspitzen. Ah, das liebt die Faszienstruktur. So, jetzt zur Ruhe. Jetzt wieder Kraftpunkte. Mal durchschieben. Und jetzt schieb dich wieder zu mir vor. Wir bleiben hier. Wir halten wieder mit deinem bis alle dafür. Gell? Zieh dich hoch. Spanne dich auf. Sind bestimmt noch nicht alle da. Gell? Doch. So, wir setzen das Becken ab. Genauso bleiben. Genauso bleiben. Und öffnen. Gut, geh nach links. Ausatmen. In die Säge. Einatmen, öffnen. Wir wechseln auf die zweite Seite. Teig dich ein. Ein, wieder aufschlagen. Teig dich ein. So, das letzte Mal. Jetzt bleib auf der linken Seite. Wir halten hier und jetzt fangen wir an zu sägen. Vor. 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 Als würdest du dich nicht so kleine Zehenspitze. Richtig schön in meinen Fingern. Hui, hui. Schöpfen, schöpfen. So, drei, vier Impulse. Ganz locker lassen. Trau dich mal. Ganz entspannt. Frei. Jetzt in die tiefste Position. Nehmen den Blick nochmal zu deiner hinteren Hand. Tiefer einatmen. Ausrollen auf. Jetzt brauche ich dein linkes Bein zum rechten. Und kommst in die Aufhalte zurück. Schau mal wieder auf die Seite. Und jetzt greifst du mit der beiden Fußfessel. Kennt ihr schon? Leiste wieder runterschieben. Wenn du sagst, es reicht mir, bleibe dich hier. Ansonsten schiebst du mit den Füßen in deiner Handfläche. Blick nach vorne, Rippen öffnen. Spür mal, hier ist die zweite Runde. Und wenn du sagst, es ist super, fängst du an zu nehmen. Genau, wenn ich jetzt tippe, schau mal, sind meine Ellenbogen ganz lang. Also ich bleibe in der Spannung, gell? Ich löse mich. Bleib ganz aktiv. Vier Ausatmen. So, zum Abschluss. Einatmen, Abi.
Stretch das Bein entspannt. Ich mache mir die gleiche Seite wie ihr. Kurz entspannen. So, kurz die linke Seite vorbereiten. So, lässt den linken Fuß unten. Die rechte Hand greift den linken Fuß. Öffnest den linken Arm ganz breit. Drückst die linke Schulter nach unten. Und dann kann das linke Bein anheben. Und ganz weit über das linke Bein hinein. Kopf gerne nach rechts. Und jetzt schau mal zu deinem Fuß und jetzt drück den Fuß weg von dir. Hab das Gefühl, deine Ferse schiebt richtig schön in deine Hand und die Ferse geht ganz weit weg von dir selbst. Tiefe Atemzüge. Schau mal, welche Stelle nimmst du jetzt besonders wahr. Vier tiefe Einatmen, deine linke geöffnete Seite. Tiefe Einatmen, wenn du alles ab und zu kehrst, wenn du Stirn ablegst und mal kurz nachspürst, gibt es da eine Stelle, die dich beschäftigt? Und dann jetzt noch einmal die Kraft, Fingerspitzen an die Schläfen. Heb dich an, heb die Beine ab und dann starten wir durch. Lockeres Paddeln, ganz locker. Genau, jetzt geben wir noch ein paar Power in die Rückseite. Schultern etwas schließen und atmen. Ja, ich wiederhole das Atmen extra, weil ich weiß, nie so aktiv. Manu, was ist los? Ist wie so Pilates da, gell? Du machst das eine ganz andere Bewegung. Ich sag's dir. Bisschen atmen heißt das immer, gell? Bisschen atmen da. So, tiefe Einatmen. Bringst die Hände unter die Schultern. Drückst dich zurück. Und schieb dich nach hinten. Lass die Arme lang. Und wieder Becken leicht nach rechts, nach links. Aber es ist wirklich dieses beweglich wieder werden, gell? Es ist auch wahnsinnig anstrengend. Dieses Mobilisieren. Nicht nur Kraft, gell? Sondern auch dieses freie Bewegen wieder. Manu, du hast so recht. So, zum Abschluss in die Mitte und gerne die Stirn ablegen. Wollt ihr kurz was trinken? Erschwert euch ruhig. Gut, Manu, dass du sagst, gell? Ich trinke auch noch schnell einen Schluck. Ne? Dann mach ich gleich weiter. So. Wenn du so weit bist, treffen wir uns einfach wieder hier. Und dann treffen wir uns einfach im Dreieck. Bringst den Kopf wieder zwischen die Arme. So, jetzt haben wir mal einen schönen Flow für die Beweglichkeit. Jetzt brauche ich ein volles Bein. Was Bein hier ist, ja? Schiebst du einfach neben deiner Hand. Also ich bin richtig schön außen. Auch gerne außen an die Matte, wenn du machst. Ja? Genau. Jetzt einmal wieder zurück und schieb dich ins Dreieck. Nimm das zweite Bein. Zweites Bein vor, neben die Hand, wenn es geht. Und wieder zurück. Machen wir nochmal. Volles Bein. Schüpp. Und wieder Kopf ein. Noch einmal. Nicht nach vorne verlagern. Und zurück. Jetzt treffen wir uns mit dem vorderen Bein. Bleib hier. Jetzt nimmst du die Hand. Die vordere. Und drückst das Bein mal richtig schön nach außen. Und dass du auf die Außenkante vom Fuß kommst. Genau. Kommst wieder zurück. Schiebst dich wieder zurück. Machen wir den hinteren Fuß nochmal nach vorne, schiebst nach außen, drückst dich auf die Außenkante vom Fuß, lässt dein Becken tiefer fallen, kommst zurück. Einmal auf jede Seite. Komm nach vorne, auf die Außenkante, lässt dein Becken tiefer fallen. Genau, jetzt haben wir richtig schön die Spannung. Es kann auch sein, dass du auf der Außenkante das Gewebe richtig spürst. Außenkante, richtig rausdrücken. Becken fällt nach unten. So, jetzt nochmal. Vorderes Bein, bleiben hier. Kleine Variante, drehst die Zehenspitze zu mir. Aha. Setzt die hintere Ferse ab und schiebst dich nach oben. Gut, kommst zurück und legst jetzt wieder. Zweite Seite. Vor, drehst die Zehenspitze nach außen, hintere Ferse zum Boden und schiebst dich nach oben und legst jetzt wieder. Das heißt, du schaust jetzt einmal zu mir, drehst den vorderen Fuß. Ferse aufstellen, spanne dich auf. Letztes Mal noch. Einmal nach vorne. Fuß aufgehen. Öffnen. Gut. Dann von hier, letztes Mal. Hier, einmal auf.
kurz ab. Kurz zur Übung an, setzen wir uns und kommst auf die Matte. Schwupps, sind wir da. Gut. So, starten wir durch. Hinter dir ist die Matte. Lass die anderen Lappen wieder liegen. Nun, da machst dich rund. Ausatmen. Legst den Handrücken ab. Ausatmen, Roller. Einatmen, strecken. Jetzt ausatmen, immer durch den Mund. Einatmen, Handrücken abnehmen. Ausatmen. Einatmen, hoch. Auch noch zweimal. Rutsch. Einstrecken. Ausatmen, roll dich auf. Ein. Jetzt streck auch wieder deine Zehenspitzen. Lass die ganzen Beine, ist auch schön, ne? Beine ganz flach sein. So, letzte große Runde. Schön nochmal Beine richten. So, zum Abschluss treffen wir uns in der Rückenlage. Legst die Hände neben dein Becken. Schlepp das rechte Bein zur Decke. Drückst die linke Kniekehle in den Boden. Ich mache einen großen Beinkreis. Dann wechselst du einmal die Fahrtrichtung, also einmal außen, einmal innen. Dann treffen wir uns oben, beide Beine zur Decke. Legst das rechte Bein ab, linkes Bein, ein Außenkreis und ein Kreis, der innen startet. Wenn du oben wieder bist, beide Füße hoch, wieder wechseln, einmal außen. Also du hast zwei Kreise mit den Beinen. Wenn du oben bist, wechselst du wieder und machst zwei Kreise mit der zweiten Seite. Genau, das kannst du gerne mit deinem Atem kombinieren. Das bedeutet, wenn du den Kreis startest, atmest du ein, ausatmen, wenn du zu dir ranziehst, einatmen, Kreis starten, ausatmen, zu dir ranziehen, Beine wechseln, ein. Und immer jede Seite noch einmal. Spür mal deine Kniekehle, bleib ganz tief unten. Wenn du unten auf der Matte liegt, ist ganz ruhig und ganz stabil. Jetzt haben wir ja vorne die Hüften so schön vorbereitet, gell? Jetzt können sie richtig schön frei sein. Wenn du vom linken Bein kommst, strecken wir beide Beine zur Decke. Von hier roll over, drück dich auf beide Schulterblätter. Genau, ganzes Gewicht ist auf dem Schulterblatt. Öffnest in ein kleines V, flex die Füße zu dir ran. Und jetzt ausatmen, roll down. Setz das Becken ab. Schieß die Beine nach vorne. Jetzt löst man nur den Kopf und die Schulterblätter, der Unterrücken bleibt. Und streck die Arme über den Kopf. Double stretch. Bringst die Hände zurück. Roll over. Das haben wir am Montag schon gemacht, gell? Der Dame kennt sich schon aus. Ausatmen, abrollen. Ein kurz sammeln. Und dann Oberkörper leicht anheben und streck die Arme. Zieh dich in die Länge. Setz die Hände zurück. Roll over. Einmal öffnen, dann V, während dem V fliegst du nach unten. Schließ dann vorne. Double stretch. Mach weiter in deinem Tempo. Mach noch viermal. Jetzt brauche ich Beweglichkeit der Rückseite und Power in deine ganze vorne Kette. Ne? Freie Rückseite, Power in die Kette. Deine letzten zwei Runden noch. Was ist denn mit dem Manus heute los, gell? Manu, du kämpfst. Ich freue mich, dass du dabei bist, gell? Und ich schwitze. Das ist aber süß, gell? Ich liebe euch. Gut, dass ihr euch da durchkämpft, gell? Das sind immer Dinge, die man dann ein bisschen zu selten macht, gell? Aber das ist super, dass ihr dabei seid. So, letzte Runde. So, wir treffen uns hier im Double Stretch. Wir bleiben hier. Bauchkram einziehen und wir fangen an zu paddeln. Wenn du sagst, es ist super, lässt du die Arme dazukommen. Atmen. Vier Ausatmen noch in deinem Tempo. Mit deinem nächsten Einatmen hältst du an, greifst du fußfest und rolling like a ball. Einmal sitzen, einmal auf den Schulterblatt, einmal oben. Jetzt ganz leise auf- und abrollen. Hör mal in den Unterrücken. Der will ganz leise sein. Genau, Kopf ist in der Luft. Mach noch zwei. Füße rein in der Luft und dann treffen wir uns oben. Hopp, bleib hier. Hände an den Fußfesseln, streck die Beine, öffne dein V. Und jetzt heb deine Brust ab.
jetzt mal aus. Hebe die Knie mit dem Brustbein. Das hilft dir. So, und. Und wenn du jetzt sagst, Sina, du spinnst, dann rollst du die Knie einfach wieder. So, und. Und wieder aufspannen. Dann noch zwei Stück. Schon wieder. Letztes Mal noch. Und von hier treffen wir uns nochmal um. Spann dich auf. Bleib hier. Schließ die Füße. Stellst sie auf. Und schließ sie wieder an den Arm. Mach dich los. Ausatmen. Roll down. Ein. Mach dich wieder lang. Ausatmen. Roll dich auf. Ein. So, wer jetzt sagt, ich weiß gar nicht, so unten Martina schwitzt, dann müsst ihr es noch ganz easy going, ne? Ihr darf größer werden. Aber auch Martina, du darfst gerne größer werden. Wenn du noch Kraft hast, beide Beine, schau mal, Luft in den Teaser. Beide Beine gleichzeitig nach unten, drücken und Handrücken wieder abnehmen. Ausatmen, gleichzeitig schiebe die Brust und die Gerne und gleichzeitig absehen. Wenn du sagst, Sina, du spinnst, ihr wisst, was wir gerade gemacht haben. Wenn du so Roll-Ups, dann machst du die Roll-Ups. Alles gut, ja? Für jeden was dabei. Du entscheidest. Zweimal noch dein Rhythmus. Ich schwitze übrigens auch, das habe ich noch gar nicht gesagt. Letztes Mal. Oh. Einmal auf der Tür verzählt. So, von hier. Legen uns ab. Hände wieder mit Rücken. Oh, Anna. So. Alle noch da? Super, zieh die Knie ran. Kurz durchatmen. Gerne die Ellenbogen. Wenn ihr nochmal was trinken wollt, ich trinke noch mal ein Stück. Und dann treffen wir uns gleich hier unten. So, ich habe eine letzte Runde für euch vorbereitet. Gleich geschafft. Letzte Fahrt für heute. Streckst die Beine aus. Streckst die Arme aus. Drehst dich zu mir nach vorne in die Seite. Rutsch mal in die Mitte, genau, Unterarme schön lang. Drehst die Beine zu mir nach vorne. Streckst die Unterarme auch lang. So, gebt die Beine an. Teile da ein bisschen die Luft. Genau. Jetzt von hier den kleinen Stirn ziehen wir uns einmal hoch. Wer zu weit an der Luft fällt, kannst du mir die Fingerkuppen aufstellen. Jetzt schließt du nur die Füße, die Beine bleiben an der Luft. Ausatmen, schieb dich hoch, zieh dich in die Länge und dann wieder schließt die Füße. Ausatmen, schau mal, dass du relativ parallel bleibst. Ne? Also, dass du nicht ganz aufdrehst, sondern bleib so ein bisschen schräg. Denn zweimal machen. Komm. Letztes Mal. Jetzt treffen wir uns um. Bleibst hier. Und jetzt schließt du das untere Bein hoch. Ausatmen. Schließt das untere Bein. Schau mal, die Fingerkuppen. Nur aufstellen, schließt mal der untere Ellenbogen ist in der Luft. Genau. Ausatmen hoch damit. Genau. Machen wir vier Stück. Komm. Zieh hoch. Jetzt brauche ich nochmal die Rumpfkraft, gell? Schön die Spannung aufbauen. Letzte große Runde noch. Und jetzt von hier gehst du wieder tief und drehst dich wieder zurück in die Rückenlage. Und greifst die Fußfessel, Nasenspitze, Knie und roll dich vor zurück. So, wenn du sagst, sieh mal, dass die gestreckten Beine, gell? Das heißt, Open der Blocker, das gefällt mir besser. Dann machst du deine letzten zwei, drei Mal gerne gestreckt, wenn du entscheidest. Stell dir zum Beispiel die zweite Runde für eine Frage. Und noch einmal, dann treffen wir uns wieder um. Schließ einmal. Und jetzt schütteln wir uns einmal kurz auf die zweite Seite, gell? Dass ich euch besser sehe, gerne, dass ihr mich auch besser seht. Lässt du unseren Arm lang werden. Beine etwas nach vorne. Schmeck dich. Jetzt weit rein Lüft. Und jetzt ausatmen. Der kleine Stern zieh dich hoch. Öffne das obere Bein. Und wieder tief. Nochmal ausatmen. Genau. Und Christine schreibt Pum. Und wir machen nicht Pum, sondern Pum. Genau. Noch verlässig. Und genau. Das hilft dir, gell? Gerne ausatmen. Aber Pum finde ich auch super, weil ihr atmet, gell? Das muss man
Schultern zusammen. Ausatmen hoch. Einmal tief. Machen wir noch vier Stück. Komm. Zum Abschluss bleiben wir oben. Und jetzt das untere Bein. Ausatmen. Komm. Zieh dich hoch. Spür mal deine untere Hand. Wie wenig Gewicht kannst du da drauf nehmen? Yes. Schnell richtig nach oben. Wer das auch hier die Faszie, wenn die so einen Körperpult macht, richtig mehr aktiv ist. Zweimal noch. Und dann schießt einmal. Kommst tief. Und von hier einfach wieder in die Lage. Gut. Und dann darfst du dich einmal ganz lang machen. Schräg dich einmal raus. Und dann zieh zum Abschluss noch deine Knie jetzt wieder ran. In die Ellbogen, wenn du so ein bisschen schaukeln willst, nach rechts, nach links, gerne auf den Kopf schaukeln, ganz locker. So, du hast gleich alles geschafft. Wir sind schon fast am Ende. Du brauchst jetzt gar keine Kraft mehr. Ich habe noch eine schöne Beweglichkeit, eine schöne Öffnung zum Abschluss. Dann darf der Abend ein bisschen ruhiger und entspannter werden. Ja, wenden wir uns in die Mitte ein, lässt die Beine lang werden. Öffnest die Arme und ziehst mal die Fingerspitzen zur Ecke, die Handflächen schön nach außen. Und hebst mal das rechte Bein an und flexst beide Füße. Wir ziehen jetzt alles ran. Fingerspitzen, die Zehenspitzen anziehen. Und jetzt ganz langsam, wenn du das rechte Bein nach links, dann drückst mal dein rechtes Schulterblatt so tief in den Boden gesehen. Und bleib richtig entspannt, genau, richtig Handflächen, Fußsohlen, so Beine, das geht wegziehen. Atme tief in die Oberrücken. Bleib hier in der Spannung, es gibt keine Enge. Du streckst dich weiter und weiter. So, nochmal tief einatmen. Mit der Spannung kommen wir hoch. Beide Beine wieder zur Decke. Setz das rechte Bein ab, spann dich weiter auf und jetzt langsam das linke Bein nach rechts. Schieb deine linke Handfläche so weit nach links, linke Ferse so weit nach links. Atme es ganz bewusst in deine obersten Rücken. So, nochmal tief ein, aus, langsam zurück. Und jetzt nimmst du das linke Bein ganz langsam auf den Boden. Und jetzt entspann deine Hände, deine Zehen. Du kannst gerne deine Augen schließen. Spürst, wie dein Atem ruhiger wird, tiefer in den Bauchraum kommt und geht. Und spür mal kurz nach, was gibt es Schönes zu entdecken. In deiner Rückseite, von deinen Füßen, in deinem Beckenraum, in die Schultern bis in die Fingerspitze. Spürst du der Atem ganz in die Ruhe und die Tiefe, die er findet. Der ganz entspannt in deinem Bauchraum kommt und geht. Spür auch, dass dein Kiefer ganz locker. Die Mundhöhle ganz groß, sodass die Schranke aus deinem Nacken geht. Die Schultern noch tiefer in den Boden sinken. Und dann stell beide Füße nach und nach auf. Mach dich noch einmal ganz klein und roll dich vor zurück. Und sanft. Schmale Nacken aus. Spür mal, wie geht es jetzt in der letzten Runde? Es ist vielleicht schon ein Unterschied. Dann hol Schwung. Komm auf die Fußsohle. Lass den Kopf noch hängen. Lass die Schultern hängen. Jetzt nochmal hier am Anfang. Ausatmen, beide Beine strecken. Einatmen, wiederholen. Ausatmen, lass die Beine nochmal lang werden. Spür mal, wie weich passiert es jetzt. Zieh die Nasenspitze wieder.
wieder zu den Knien. Zum Abschluss beugst du dann beide Knie, nimmst den Bauch nach innen und rollst dich langsam. Schulterkopf kommt ganz zum Schluss dazu.